Ja, willkommen bei Jung Forscht. Wir sind jetzt hier auf der Ausstellung. Ich bin hier mit Christian Schröder, dem Vizepräsidenten für Lehre. Und wir werden uns jetzt mal ein paar Stände anschauen und ein paar Interviews führen. Christian, welche Erwartungen hast du denn an die Messe? Ja, das ist ganz einfach. Kreativität, junge Ideen, junge Forschungsansätze, vor allem aber auch Lösungen für eigentlich unsere Probleme, die wir in der Gesellschaft ja auch haben, die wir selber lösen müssen, wo wir aber vor allem immer wieder Input, neuen Input brauchen von den jungen Menschen. Und das, was man hier, was ich erwarte, hier heute zu sehen, ist ganz, ganz vieles, was genau in diese Richtung geht. Und das begeistert mich sehr und ich bin schon ganz aufgeregt. Na, dann starten wir mal gleich. Na, los. Wir sind hier am Stand von Christian Ferdinand und die haben ein ganz spannendes Projekt gemacht, einen Oszillator. Vielleicht können Sie uns ganz kurz sagen, was Sie dabei gemacht haben. Also wir haben hier aus Lego ein Modell eines Rollators gebaut und das Besondere an dem ist, der soll automatisch bremsen. Zum Beispiel, wenn der so wegrutscht, dann soll er da automatisch bremsen, damit man nicht hinfällt. Oder auch, wenn das dann einfach immer schneller wird, aber für einen selber ist das einfach viel zu schnell. Dann bremst es ja auch, weil es an den Benutzer angepasst ist. Und ihr habt das aus welcher Idee heraus entwickelt? Mein Großvater hatte Probleme beim Laufen mit dem Rollator und ist halt immer kurz davor hinzufallen und wurde immer schneller und konnte eigentlich gar nicht mehr. Da kam uns die Idee, einen Rollator zu machen, der das verhindert. Das heißt, es ist klassisch, wenn man so schiebt und dann nach vorne rutschen würde. Genau. Ne? Ja, klasse Sache. Und habt ihr das eigentlich auch schon praktisch bei ihm eingesetzt? Nein, das ist leider nicht. Das ist noch nicht, ne? Ja. Aber klasse Idee. Also, gut weiterforschen. Ich wünsche euch viel Erfolg für die Preisverleihung. Und wir gehen zum nächsten Stand. Genau. Ja, ich bin hier am Stand von Till jetzt. Und der hat sich mit spline-basierten Landschaften beschäftigt. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also einmal habe ich selber versucht, Landschaften auf Videospiele und so ein Zeug zu generieren. Und bin dann aber halt auf das Problem gestoßen, dass ich die Berge nicht so sehr anpassen konnte, wie ich es gerne wollte. Und dann habe ich YouTube-Videos einfach zufällig mir angeguckt, wo jemand einen Erosionsalgorithmus implementiert hat. Ein Erosionsalgorithmus? Also quasi hat simuliert, wie Wassertropfen den Berg runterlaufen, ja, und dann den Berg abtragen. Und also um möglichst eine realistische Landschaft zu erhalten. Okay, das heißt, quasi genau das wollte ich auch machen. Fand ich sehr interessant. Und habe selber angefangen, mit dem Zeug, was er gemacht hat, rumzuspielen. Und habe dann irgendwann angefangen, meine eigenen Methoden zu entwickeln. Klasse! Um das Problem, was mir auch gefallen war, zu lösen. Also, das heißt, durch Erosion einen Algorithmus entwickelt, um Landschaft zu machen, zum Beispiel für Spiele. Mit Erosion hat es hinterher nicht mehr so viel zu tun. Ja, ist klar, aber die Inspiration. Ja, genau. Ja, also klasse Projekt. Lass uns überraschen, was bei der Pressform bei rauskommt. Gehen wir zum nächsten. Wir sind jetzt hier am Stand von drei Teilnehmern, die sich mit einem sehr spannenden Thema beschäftigt haben. Mit Ferrofluiden. Wo kann man Ferrofluide einsetzen? Vielleicht könnt ihr gleich da was dazu sagen. Genau. Man kann Ferrofluide in der Medizin anwenden und dort an Tumore lenken und so dann diese erhitzen und letztendlich die Tumorzellen zerstören. Das heißt, es geht um die Erwärmung an dem Punkt, um die Tumorzellen zu zerstören. Ja, genau. Und das Besondere ist daran, dass man quasi das umliegende Gewebe beschont, im Gegensatz zur Chemobehandlung, wo man ja immer quasi den ganzen Körper schadet und hier eben nur lokal die Hitzeeinwirkung hat. Klasse Sache. Wie lange habt ihr daran gearbeitet? Ungefähr 3 bis 4 Monate. Also wir hatten eigentlich nicht so viel Zeit insgesamt. Ich würde sagen, das ist ja ganz schön kurz eigentlich. Manche arbeiten jahrelang an ihrem Projekt. Ja. Nicht schlecht. Danke. Ja, wir haben es halt auch gleichzeitig mit dem Abitur auch noch gemacht und Abiturprüfung und all das. Also, ja. Und den Nobelpreis habt ihr euch auch schon angemeldet? Weil der ist ja dann in einem Jahr auch fällig. Ne? Also in 3 Monaten zum Jugendforscharbeit. In 4 Semester zum Master vielleicht? Könnte sein. Auf jeden Fall. Ein sehr gutes Thema, auch um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Ne? Wir werden immer wieder gucken, was es ist. Und vor allem, es ist ja mal so, man kommt mit einer Idee und fängt damit an, wofür man das noch alles benutzen kann. Das wird man ja auch noch mal sehen.
Weil ich könnte mir sofort wieder vorstellen, wenn ich nachher Ferrofluide habe, dass irgendjemand kommt und mich im Alter unterstützt, dann kann ich besser laufen oder so etwas. Und ja, wenn ich noch nebenbei irgendwelche Impulse habe. Also nicht nur dafür, ich finde es spannend. Viel Erfolg! Wir sind jetzt hier am nächsten Stand und Christian Schröder hat auch gleich ein paar Fragen an die Teilnehmenden. Also das, was wir hier sehen, ist ja viel öffentliche Stadtraumgestaltung. Was können wir machen? Wie kriegen wir eigentlich mehr Menschen von Autos in öffentliche Verkehrsmittel? Alles begrenzt, alles muss ausgebaut werden, Platzbegrenzungen sind da. Ein Thema, was ja immer wieder diskutiert wird, Seilbahnen, haben wir nicht so viel Erfahrung, Marzahn, so, das ist es aber auch. Und warum könnten Seilbahnen eine Möglichkeit sein? Also warum ersetzen die was? Wie kommt ihr da? Also sagen wir die Hälfte von unserem Thema, ich gehe mal kurz darauf ein, auf Ihre Frage. Seilbahnen haben eine sehr gute Kapazität im Vergleich mit den von anderen öffentlichen Transportmitteln mit 3.000 bis 5.000 Personen pro Stunde und Richtung. Busse haben eine Kapazität von 1.050, Straßenbahn von 3.000 Personen pro Stunde und Richtung. Sie liegen aber unterhalb der Kapazität von U-Bahn, 9.000 Personen pro Stunde und Richtung. Es kommen aber weitere Vorteile hinzu, wie geringe Kosten im Bau, geringe Lärmemissionen, weil sie durch einen zentralen Motor angetrieben werden, eine Möglichkeit zur Ansparung fossiler Energieträger, da sie elektrisch angetrieben werden, sehr geringe Schadstoffemissionen, die geringsten unter den öffentlichen Transportmitteln, eine geringe Flächenversiegelung, weil sie eben nicht diese großen Flächen brauchen, weil es eben nur diese Stütze braucht. Das sind einige der Vorteile, die Seilbahn haben. Und Matzim ist letztendlich eine agentenbasierte Simulation. Also es wird, Agent ist quasi ein Mensch, der hat seinen eigenen Tagesablauf, der auch seine verschiedenen Ziele hat und er versucht natürlich die ideale... Also ein Agent muss man vielleicht für diejenigen sagen, ist ein kleiner Programmteil, der einen Menschen quasi nachahmt. Und dann hat man ganz viele Agenten und das sind ganz viele Menschen. Ja, wir haben jetzt die Daten von einem 50.000 Agenten-Simulationsversuch erhalten und diese Daten haben wir dann letztendlich auch benutzt, um unser Optimierungsproblem zu lösen. Klasse, auf zum nächsten Stand. Jetzt sind wir hier beim Stand von zwei Teilnehmerinnen der Geo- und Raumwissenschaften, ein Gebiet, was bei Jugendforsch oft ein bisschen unterrepräsentiert ist. Aber ihr habt euch mit künstlichen Huminstoffen beschäftigt. Was ist das denn, wenn man sich gar nicht damit beschäftigt hat? Also Huminstoffe sind Produkte aus abgestorbenen Pflanzenteilen, welche von Bakterien zersetzt wurden. Und sie haben halt sehr viele positive Eigenschaften. Und wir wollten halt gucken, wenn man sie künstlich herstellt, ob diese positiven Eigenschaften bleiben und ob sie vielleicht noch weitere, bessere positive Eigenschaften haben. Und was kann man mit Huminstoffen machen? Also ganz konkret, weil ihr habt ja auch Experimente gemacht. Also natürliche Huminsäure und auch künstliche Huminsäuren haben sehr viele positive Eigenschaften. Zum Beispiel fördern sie einmal das Pflanzenwachstum oder verbessern die Wasserspeicherkapazität oder binden Schwermetalle, was natürlich sehr gut ist, weil zum Beispiel bei Pflanzenschutzmitteln da ist Kupfer drin und wenn es regnet, gelangt dieses im Boden und kann in das Grundwasser sickern. Aber Huminsäure bindet das denn, sodass das nicht ins Grundwasser gelangt. Oder auch bei der Wasserspeicherkapazität haben wir auch mehrere Experimente gemacht, wo wir dann halt nachweisen konnten, dass das Wasser auch wirklich oben im Boden bleibt und nicht im Grundwasser sickert, was dann viel besser ist für die Pflanzen. Also verstehe ich es richtig, ihr habt einen viel besseren Dünger gebaut, als den es hier am Markt gibt? Genau, auf jeden Fall. Er fördert nicht nur das Pflanzenwachstum, sondern ist auch sehr klimaneutral und positiv sogar. Können wir den selber herstellen? Also kann den jeder selber zu Hause dann herstellen? Das sollen wir einmal erklären sozusagen. Ja? Also zum Beispiel, wir haben uns mehrere Biomassen ausgesucht. Ja, genau. Und wir hatten zum Beispiel hier einmal Kastanienlaub. Ja. Dann hatten wir auch noch Zuckerrübe und Rinde. Ja. Und wir haben vor allem Fokus darauf gelegt, dass wir Bioabfälle nehmen, weil die ja sowieso entsorgt werden. Ja. Und wenn das Ganze dann nochmal nachhaltig wiederverwendet werden kann, ist es natürlich auch ein sehr guter Aspekt. Und das Ganze haben wir dann, die zerkleinerten Biomassen, haben wir dann mit Hilfe von einer Analysemühle zerkleinert und mit Wasser und Kaliumhydroxid vermengt. Und das Ganze kam dann in einen Reaktor für 16 Stunden bei 220 Grad in einen Ofen. Und dann sind unsere Huminsäuren entstanden. Also rein theoretisch könnte man das schon irgendwann selber herstellen. Dafür bräuchte man halt nur einen Reaktor und irgendwas, womit man die ganzen Biomassen klein bekommt. Reaktor heißt also nicht nur, mein Ofen kann auch 220 Grad. Aber der geht nicht nur alleine auf den Reaktor. Brauche ich, da komme ich zu euch, dann hole ich meine Huminsäure wieder ab.
Genau. Entscheidende Frage aus Sicht deiner Uni. Habt ihr vor zu studieren? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Und was wollt ihr studieren? Habt ihr schon eine Uni ausgesucht? Wir interessieren uns sehr viel Pharmazie. Ja. Und ja. Und an welcher Uni wollt ihr das machen? In Berlin? Oder? Also da haben wir uns noch gar nicht richtig mit beschäftigt. Also Medica-Richtung, ja. Ja. Sehr gut. Ja, da wünsche ich viel Erfolg. Danke. Weiter forschen und viel Erfolg bei der Presse. Ja, danke schön.